Ja, hallo wieder einmal. Und der Himmel sieht ja mal fabelhaft aus, oder? Ja, so ein paar Sonnenstrahlen, die hindurchscheinen, oder? Nee, ist es an sich Nacht, ne? Ja, nee, es ist Nacht. Sieht fetzig aus, ne? Vor allen Dingen so hell, obwohl es Nacht ist. Tja, wir wollen jetzt hier runter. Ja, ich erwähne das jetzt mal hier, auch wenn ich es morgen bei Minecraft nochmal sage, weil ich weiß, dass nicht alle, also dass nicht jeder jedes Video guckt. Und ich weiß, dass viele bei Minecraft das hier auch ja nicht Skyrim schauen, aber ich muss es einfach jetzt erzählen. Das habe ich nämlich jetzt gerade leider erst zu spät gelesen, nach der Minecraft-Aufnahme. Und zwar hat Microsoft eingelenkt. Total geil. Ich habe das nur über heise.de gelesen, weil das ist so eine meiner Lieblingsseiten, wo ich gerne mal so nachschaue. Da gibt es immer die, das ist richtig, also ich finde für mich persönlich zumindest interessantesten Neuigkeiten. Und zwar ist es so, es wird keinen Online-Zwang mehr geben bei der Xbox One. Und man kann Gebrauchtspiele wie gewohnt, wie bei der 360, kaufen und verkaufen an andere. Ist das nicht schön? Ist das nicht geil? Total cool. Also das, wo viele, viele Leute immer gemeckert haben und gesagt haben, voll kacke, voll doof, das ist jetzt weg. Also man hat es auch gesagt, dass Don Matrick, also seines Zeichens Xbox CEO für den Entertainment-Bereich, der hat gesagt, okay, wir haben halt auf die ganzen Kritiken gehört. Das war ja doch relativ massiv und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir hören auf die Leute, auf unsere Fans. Das hat man ja vorher schon gesagt, da gab es dann aber von vieler Seite so immer harsche Kritik. Also ich muss auch sagen, ich finde es echt übertrieben, wie manche Leute dort reagieren, weil es ist echt unnötig. Also ganz ehrlich, wenn man ein Problem hat, klar kann man das vernünftig darstellen, kann sagen, dass man das nicht toll findet, damit nicht, also das nicht so einen begeistert und alles. Aber das ist kein Grund, dass man da irgendwie in, ja, noch in Zeiten vor dem Kindergarten zurückfällt und mit einem Vokabular, was man da auf jeden Fall noch nicht kannte. Also das ist, ganz ehrlich, die Leute machen da ihren Job, die versuchen das so gut wie möglich zu machen. Die haben halt gedacht, die machen es richtig und es würde gut ankommen, kam es leider nicht. Aber deswegen kann man denen keinen Vorwurf machen. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, was weiß oder bei Spieleentwicklern, zum Beispiel Spieleentwickler, ja? Beste Beispiel. Die Spieleentwickler denken immer so, wow, okay, wir machen das und das und das Feature rein und das ist voll cool und das kommt garantiert gut an bei den Leuten. Das ist was die noch nie gesehen haben, das wird denen garantiert gefallen und im Endeffekt. Ja, floppt es dann leider manchmal, weil die Leute dann doch nicht so bereit gewesen sind dafür und naja, dann ist es meistens auch nicht gut für den Entwickler, weil das Spiel verkauft sich dann nicht so schön. Das ist immer schade. So, wir müssen dann, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Ah, ja. Oh, perfekt hier lang gelatscht. Wunderherrlich. Ich pack mal hier ein Schwertchen weg, das brauchen wir jetzt nicht. Also von daher finde ich schön, dass man von Microsoft-Seite aus sich da jetzt dazu entschlossen hat, den Spielern entgegenzukommen und der Community und gesagt hat, okay, wir nehmen das raus, das mögen die Leute wirklich nicht. Also von daher wird es keinen Online-Zwang geben, die brauchen nicht online zu sein, um zu spielen. Und von wegen mit Gebrauchsspielen ist auch so wie bei der 360. Finde ich richtig, richtig gut. Das hat mich total begeistert. Wie gesagt, ich hatte sie mir sowieso schon vorbestellt. Mir war das eigentlich eher wuppdig. Mich hat das nicht so brennend interessiert. Aber für diejenigen, die vielleicht dann doch noch so gezweifelt haben und so am Überlegen waren, so, ja, Mensch, Preis ist schon so eine Sache, aber die Sachen an sich, das ist so mal so ein i-Tüpfelchen. Ich habe jetzt nur gelesen, da hatte, bei Facebook hat jemand geschrieben, als ich das gestern dann noch gepostet habe, von wegen so, ja Mensch, ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was ist denn jetzt mit diesen 360-Spielen, ja? Ich habe nach euch gesucht. Hallo. Ich soll euch etwas liefern, Ja. aber nur euch Okay, persönlich. ja, was ist es denn? Lasst mal Ja, dann schau sehen. mal nach. Ich habe hier einen Brief von Quintus Navale in Winterhell. Hä? Er sagte, es sei dringend. Quintus Navale? Das war's dann wohl. Ich muss Wer los. ist denn Quintus Navale? Okay, wir gucken einfach mal. Ich habe echt keine Ahnung. Windhelm. Windhelm? Oh ja, ich weiß, wo Windhelm ist, aber wer ist Quintus Navale? Gucken wir mal. Brief von Quintus Navale müsste das sein. Da ist es, ich sehe schon. So, schau mal. Während Nureleons Rekonvaleszenz habe ich die Legende über das Fläschchen studiert. Ich weiß nicht genug über die Kunst des Verzauberns, um ein neues zu schaffen, aber mit den passenden Materialien würde es mir vielleicht gelingen, das alte zu reparieren. Bitte kommt mich so bald wie möglich besuchen. Hochachtungsvoll Quintus Navale Windhelm. Ach, das ist der Alchemist, der dieses weiße Fläschchen haben wollte, was kaputt war, wo wir aber nichts für konnten. Ah ja, der Typ ist das. Sehr schön. Oh, Mensch, gibt's eine neue Quest und er will das Fläschchen reparieren. Coole Sache, denn das ist ja ein sehr, sehr stark mystischer Gegenstand. Und hier sieht's immer noch aus wie Hulle. Ja, noch nicht aufgeräumt, die Leute hier, ne? Ist ja schrecklich. Ich weiß nicht, was sie die ganze Zeit machen. Wahrscheinlich nur Met saufen hier. Naja.
Nee, um mal kurz zurückzukommen hier auf das wegen der 360, ne, wegen 360-Spielen auf der Xbox One. Naja, das ist praktisch so, für die Leute, die damals so wie ich eine normale Xbox hatten und sich dann auch ein bisschen geärgert haben bei der 360, dass das nicht ging, ist ja einfach so, es ist eine komplett andere Software-Architektur und eine Hardware-Architektur, von daher können diese Spiele einfach schon mal so nicht funktionieren, das geht einfach nicht. Einfach auf, es müsste ja komplett umgeschrieben werden. Ich denke mal, man wird das ähnlich lösen, wie man das bei der 360 damals gemacht hat. Da war ich sehr, sehr glücklich da zu dem Zeitpunkt, weil viele meiner Lieblingsspiele konnte ich ja dann auf der 360 auch spielen, aufgrund der Software-Emulation. Also Emulatoren kennt ja der ein oder andere, gibt es ja zum Beispiel, damit man seine alten SNES-Spiele als ROM per Emulator auf dem PC zocken kann. Das ist ja auch eine Software-Emulation, der emuliert, also oder simuliert, sollte man vielleicht sagen, das ist ein bisschen verständlicher, der simuliert ja ein SNES zum Beispiel auf dem PC, und so war es ja bei der 360 auch. Die 360 hat durch eine Software simuliert, dass sie eine Xbox ist, und dadurch konnte man dann ja ein paar alte Spiele zocken, ist aber auch da wieder ein Aufwand. Also da müssen sich die Leute wirklich ransetzen und dann halt diesen Emulator extra für dieses Spiel schreiben, dass das funktioniert, dass das wirklich dann auch so hinhaut, dass alles klappt, man speichern kann. Teilweise kann man ja bei manchen alten Xbox-Spielen, konnte man ja hier noch diese Online-Funktion nutzen, zum Beispiel Halo 2 konnte man ja online zocken über die 360. Das war total cool gewesen. Ich denke, das wird, wenn es das gibt, wenn man diesen Aufwand wirklich betreibt, auch wieder möglich sein. Wobei die Sache ist, ich dachte damals von wegen so, ja, total cool, dann kannst du deine alten Spiele zocken. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht auf der 360, meine alten Xbox-Spiele gedaddelt, und dann nie wieder. Liegt auch daran, ganz ehrlich, also ich kram jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Uralt-Spiele raus, weil es macht wenig Sinn. Wenn man die neuen Spiele hat, dann ist man meistens nicht dazu versucht, noch irgendein altes Spiel rauszukramen, auch wenn es super toll ist, und das dann irgendwie nochmal Ewigkeiten lang zu zocken. Dafür hat man ja die neuen Spiele dann, mehr oder weniger, ne? Und meistens ist es ja dann auch, man gewöhnt sich dann an eine neue Optik, an die neuen Effekte, an die neuen Detailreichtum und alles. Und da will man eigentlich sich dann nicht damit so zurechtfinden, ne? Oder abfinden, mehr oder weniger. Und von daher, ich glaube, das ist ein ehrenhafter Wunsch von vielen, aber es wird dann sowieso nicht genutzt, so wie es sein soll. So, Stefan von Brenz, ja, hier mal aufwachen. Danke für euren Beitrag zu dieser Sache. Ja, ich weiß, du leidest unter Schlafstörung, deshalb dachte ich, ich wecke dich einfach mal. Solltet ihr Weißlauf zu eurer Heimat machen. Ja, ich gebe mir Mühe. Sprecht mit Proventus. Er wird die notwendigen Vorkehrungen treffen. Ja, aber ich muss wegen etwas anderem mit dir reden. Ich brauche nämlich eure Hilfe. Ich muss einen Drachen in euren Palast fangen. Ich muss mich wohl verhört haben. Nö, hast du nicht. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Ja, richtig, genau das. Ihr wisst, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Natürlich. Ihr habt ja bereits Weißlauf vor diesem Drachen gerettet. Richtig. Ich habe euch viel zu sagen. Ja, genau, also kannst du mir ein bisschen entgegenkommen. Aber ich verstehe nicht. Wieso sollten wir einen Drachen ins Herz meiner Stadt lassen? Wo wir uns doch bislang alle Mühe gegeben haben, sie finden. Ja, das kann ich dir auch erklären. Also die Gefahr ist wesentlich größer, nämlich als ihr glaubt. Also Alduin ist nämlich zurückgekehrt. Falls du nicht weißt, wer Alduin ist der Weltenfresser, dieser Weltenzerstörer. Der hat vor zig Jahrtausenden, also praktisch bei deinem Uropa damals, ne? Da hat er so versucht, schon mal die Welt zu töten, und damals haben deine Vorfahren halt dafür gesorgt, dass er weg ist, aber haben ihn eigentlich nur einmal verbannt, und jetzt ist er wieder da und will halt die Welt erneut zerstören, und wir brauchen da so einen Drachen, damit wir halt wissen, was er genau vorhat. Wir müssen ihn so ein bisschen ausquetschen, foltern, Informationen aus ihm rauskriegen. So, erst in der Richtung, ne? Alduin? Der Weltenfresser selbst? Ja, richtig, genau. Aber du hast zugehört. Wie können wir gegen ihn kämpfen? Ja, habe ich doch gesagt. Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Ja, das stimmt schon, aber ich versuche das ein bisschen aufzuhalten. Also es ist nur hoffnungslos, wenn wir aufgeben, ne? Außerdem, ich bin ein Drachenblut und es ist mein Schicksal, ihn aufzuhalten. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, ich habe es dir gesagt, kannst du mir glauben. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Ja, richtig. Mir reicht das. Sehr gut. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Ja, ich dachte, so als Schoßtierchen, das abends so neben dem Kamin neben einem sitzen, was man so ein bisschen kraulen kann, wäre das echt gut. Also, das ist nämlich die einzige Möglichkeit, Alduin zu finden, bevor es zu spät ist. So, ich irgendwie. Will euch helfen, Drachenblut. Sehr schön. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Oh, okay. Denkt ihr, die Sturmmäntel werden einfach tatenlos zusehen, während dieser Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Er wird er nicht machen. Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid.
Und was, wenn ihr euch keine Sorgen um einen feindlichen Angriff machen müsst? Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Naja, eine gute Maus machen kann. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Der Hass sitzt ja, das stimmt wohl. Ach du Scheiße. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hochwodka ist neutrales Gebiet. Soll ein Waffenstand aushandeln. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Ja, okay. Übrigens, hallo noch Solek 2, ne? Er kam ja gerade online. Patrick auch genannt. So, überlasst das mir. Ich werde mit Arngeier, dem geirigen Arn, über die Ausrichtung von Friedensverhandlungen reden. Also ich versuche das mal. Aber der Typ ist nicht gerade sehr wortgewandt und ist auch eigentlich gerade einer der sympathischsten, ne? Muss ich auch noch erwähnen. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Ich hoffe es mal. Und diesem Krieg mit dazu. Ja, auch daran arbeite ich. Ja, gucken wir uns aber dann noch. Gut, Frauen nochmal. Meine Männer werden bereit sein, sobald ihr es seid, Drachenblut. Erst müsst ihr ja noch einen Waffenstillstand arrangieren, nicht wahr? Ja, also wieder rauf auf den Berg. Na, klasse. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Schmerzung. Ja, und ich glaube, du musst erstmal ein bisschen schlafen, ne? Ja, ja, leck mich, kleiner Lausbub hier. Also wie frech die kleine Göre ist, ne? So. Ja, geht jetzt besser. Mein Papa ist nämlich der Jarl von hier, ne? Und der verhaut dich ganz... ich verhau deinen Papa, ja, wenn du hier nicht artig bist. Also mal ganz locker flockig hier, ne? Ist ja schlimm. Also selbst die kleinen... die kleinen Steppkes, ja? Selbst die sind schon sowas von dreist. Kackse wollte ich eben sagen, aber ich glaube, das kennt kaum einer, oder? Kennt das einer, so kleine Kinder, so wie der war, dass man da Kackse zu sagt? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das sagen wir hier nur in Orkestan. Ja, in Orkestan haben wir sowieso sehr seltsame Redewendungen. Also habt ihr ja schon gemerkt, ne? Wenn ich hier so meine Wortgewandtheit und meine Sprichworterfahrung oder meine Erfahrung in Form von Sprichwörtern dann versuche rüberzubringen, dann endet das meist in einem totalen Debakel. Zumindest so vom Hören her, ja, weil es klingt meistens etwas seltsam, weil dann irgendwie 3-4 Wörter miteinander kombiniert sind, total Sinn entstellt und entfremdet. Aber so ist das bei uns, ne? Die Orks wissen immer, was wir damit meinen. Hat irgendwie jetzt auch keinen Sinn gemacht. Ah, egal, es ist, vergessen wir es einfach wieder. Das war dann praktisch das Beispiel, das auf dem Fuße folgte. Heißt das auf dem Fuße folgte? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaub nicht, ne? Warum sollte etwas auf dem Fuße folgen? Doch, ich glaube, es war richtig. Ich weiß nicht, es hört sich auf jeden Fall seltsam an, wenn man es so sagt. Es folgte auf dem Fuße. Was folgt auf dem Fuße? Der Dreck auf deinem Fuß, der folgt dir. Ja, irgendwie so wahrscheinlich. So, und ich habe jetzt keinen Bock, den Berg wieder hochzukraxeln, weil es ist einfach noch zu warm. Und, ja, und irgendwie ist es auch zu langweilig, da hochzukraxeln die ganze Zeit. Sagen wir mal schnell Reise hier, ne? Eine schnelle, schnelle Reise. Juhu, yippie. Übrigens, das sind alle 8 Drachen, boah, wie heißen die denn? Drachenfürsten? Ja, Drachenpriester, da steht's. Drachenpriester. Haha, hab's noch gesehen. Diese 8 Masken kann man auch sammeln. Jeder hat ja eine unterschiedliche Fertigkeit und da kann man wundervolle Dinge mit tun. Die sind eigentlich, ich sag mal, zu 90% in Drachenhügelgräbern. In Hügelgräbern von den Nord, ne? Da findet man die dann. Ich glaube, es gibt auch welche in dem neuesten Alter. Und da war auch, doch, da war auch 1 oder 2. Ja, das sind auch welche. Aber da werden wir auch noch hinkommen, ne? Zu dem ganz, ganz neuen Add-on, ne? Ah, wir gucken hier. Wo ist denn der Arngeier? Arngeierich, wo bist du? Komm mal her. Hey, du Plage. Sagt mir auch zu kleinen Kindern manchmal, ne? Die Plagen. Ja, aber, na gut, so klein ist er nicht mehr. Auch wenn er schon Bart hat. Wo so? Okay, komm her. So. Alduin, wir haben den Drachenfallschrei bis hierher. Yeah, geil, ne? Habt ihr ihn besiegt? Eben, ja, aber es ist entkommen. Hüst. Also das, ich hatte kurz einen allergischen Schock, ne? Und lag da kurz zappelnd auf dem Boden und so die Allergie hatte mich komplett niedergerungen und dann, ich weiß auch nicht, irgendwie ist er dann weg. Das habe ich befürchtet. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich dachte schon, dass er es war, den wir nach eurem Kampf gen Osten fliegen sahen.
Ja, also deshalb, ich brauche dann nämlich eure Hilfe. Ich muss nämlich einen Drachen fangen. Wir sind keine Krieger. Och. Was man einem Drachenblut durchgehen lässt, ist anderen Anhängern des Wegs der Stimme noch lange nicht erlaubt. Bist du eine Mimose oder was hier? Hä? Ich möchte nämlich, ich will nur einen Drachen fangen. Also ich brauche eure Hilfe nämlich einfach nur, um den Krieg zu beenden. Also du sollst gar nichts weitermachen. Du brauchst nichts anfassen, du brauchst nicht bewegen. Du brauchst einfach nur da sitzen, zuhören, vielleicht mal kurz so ein bestätigendes Hm oder Aha und freundlich nicken und lächeln und das ist alles. Mehr brauchst du gar nicht machen. Ihr missversteht unsere Autorität. Oh. Die Grauberter haben sich noch nie in politische Angelegenheiten. Das ist eine Mimose hier die ganze Zeit. Ja, aber dieser Jarl will mir erst helfen, wenn der Krieg vorüber ist, ne? Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin. Aber ohne die Hilfe des Jarls. Er denkt langsam, aber er ist auf dem richtigen Weg, ne? Also für so einen Graubart ist er schon mal. Weil, ne, ist es ja so, also. Ja, ne? Geier. Ich nenne jetzt noch Geier. Beide Seiten respektieren nämlich die Graubärte. Also müsstest du ja auch mittlerweile kennen, ne? Und die werden dir definitiv zuhören oder einfach nur da sitzen und Steine durch die Gegend rollen. Keine Ahnung, was ihr da macht. Patornax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Richtig. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung... Oh mein Gott, nein! Dann soll es so geschehen. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Oh, das könnte interessant werden. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Ja, gerne. Tja. Seid ihr denn bereit, diese Friedensverhandlungen auszurichten? Überbringt die Nachricht an die kriegführenden Parteien. Wenn sie zuhören, werde ich tun, was ich kann, um ein Abkommen zu erzielen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Dann schon wieder raus und schon wieder Schnellreise. Juhu! Ja, schön sieht's wieder aus. Ich finde diese Lichteffekte immer noch toll hier, ne? Ist nach wie vor klasse, das Spiel. Naja, naja. Mal gucken, also ich glaube General Tullius, also bei Ulfric habe ich nicht so die Bedenken wie bei diesem Tullius, ja? Weil Ulfric ist ja halt Nord. Und er wird dann eher sagen, ah gut, okay, wenn die Graubärte rufen, dann komme ich. Weil er kann ja auch die Stimme beherrschen. Also er hat ja den einen umgeschrien, den einen Typen. Aber bei diesem General Tullius, der ein Kaiserlicher ist, da habe ich schon mehr Bedenken, weil der Typ, ich glaube, der gibt da nicht so viel auf diese Tradition. Der wird dann eher sagen, weibisches Geschwätz von diesem milchtrinkenden Volk hier mit ihren komischen Graubärten, da will ich mich nicht mit abgeben, soll sich ein Rasierer zulegen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was er erzählt, aber sowas in der Richtung. Also ich glaube nicht, dass der, oder er nimmt das als gute Alternative, um dann einen Hinterhalt dort zu planen bei diesen Friedensverhandlungen, um dort Ulfric heimtückisch zu erdolchen. Von hinten durch die Brust ins Auge. Irgendwie so. Warum hat dieser Totenschädel so ein Diadem auf? Festgetackert? Piercing? Eins der ersten Piercings. So größer ist besser, so nach dem Motto. Ja, und ein grober Ruckler. Und es regnet ein wenig. Nein, es regnet. Uah, wir schrumpfen doch wie Ochsen, wenn es regnet. Wir laufen ein. Uah, schnell, irgendwo ist trocknen. Schnell, komm, los, hier, weg. Ich habe mir gerade vorhin die Fingernägel lackiert. Das geht doch gar nicht. Das wäscht doch alles wieder weg. Meine Scheiße. Ja, ihr wird nicht rumgelungert. Ich mache, was ich will. Hallo, ich bin freischaffender Söldner hier. Ich kann machen und tun und lassen, was ich will. Nicht so ganz. Es gibt noch ein paar Sachen, die man hier befolgen muss. Ansonsten muss man wieder Strafe zahlen. Aber wir sehen das ein bisschen lockerer, ne? Ja, naja, egal. So, hier, Tullius. Hallo, Tulli. Hey, Tulli. Tulli, komm her. Tulli, bleib stehen. Ich rede mit dir. Bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Ich weiß. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion. Ich weiß ich es nicht. Ich befördere euch zum Quest. Yeah. Nehmt diese Klinge. Ein Symbol für eure neue Position und Verantwortung. Boom, Chakalaka. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Geile Sache. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Ah, das ist schön. Und so halte ich das auch. Sehr gut, sehr gut. Guter Mann. Ja, ich bin stolz auf dich. Du darfst dich setzen. Das, was? Ich will doch keine neuen Befehle. Okay, wie lauten meine neuen Befehle? Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. Ich habe spezielle Pläne für euch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Obere Pale zurück. Oh. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pale. Ricke hat wichtige Aufgaben für euch Und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Ja, was genau muss ich auf dem Feld... Das brauche ich nicht fragen, ich erschlag die Gegner. Jawohl.
Mögen die Götter mit euch sein. Naja, und mit dir, was auch immer. Aber halt, ey, Tulli. Warum bin ich jetzt... Ich bin überladen. Och, nö. Um 1 Kilo. Komm, wir haben noch irgendwas zu futtern. Hier, komm. Wir futtern nochmal irgendwas. Ja, komm, irgendwie... Kann nicht wahr sein. So, jetzt haben wir genug Platz. Quest, oh, das hört sich gut an. Wir werden Ulfric schon bald aus Wind. Ich habe eine Nachricht von den Graubärten. Die Graubärte? Was wollen denn diese alten Einsiedler von mir? Ringelpiez mit Anfassen spielen. Ich habe keine Ahnung, Mensch. Also, sie laden dich zu einer Friedensverhandlung ein. Was denn sonst? Warum? Es gibt nichts zu diskutieren. Solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Ja. Wir brauchen aber einen Waffenstillstand, bis den Drachen Einhalt geboten wurde. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Ja, ich weiß. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Aber die Drachen können dann auch das Kaiserreich bedrohen, das weißt du, ne? Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Das ist kacke. Das ist eine doofe Einstellung. Was haben wir da? Die Drachen stellen im Moment ein wesentlich größeres Problem als die Sturmmittel da. Mhm. Was auch noch? Verhandlungen beginnt man am besten aus einer Position der Stärke. Das hört sich auch schon nicht schlecht an. Das Kaiserreich kann es sich nicht leisten, die Graubärte zu verärgern. Ja, das ist doof. Das ist so, wenn wir das machen mit den Graubärten, ja, dann wird er wahrscheinlich argumentieren, ja, pff, dann machen wir uns halt platt. Ja, also würde ich jetzt zumindest an seiner Stelle. Wenn ich in seiner Rolle wäre, würde ich das vielleicht sagen. Deshalb versuchen wir es mal mit überreden. Das ist ein gutes Argument. Ich weiß, hä? Es ist inzwischen schon schwierig, einfach nur Truppen zu verlegen, ohne einen Drachenangriff herauszufordern. Mhm. Die Sturmmäntel leiden auf jeden Fall genauso. Selbst Ulfric könnte einen Waffenstillstand unter diesen Umständen verstehen. Ja, ich denke doch mal, wenn du es verstehen kannst. Also, ihr werdet dann also daran teilnehmen an diesen Friedensverhandlungen? Ja. Sehr gut. Ja, in das Ordnung, gibt einen Daumen, definitiv einen gibt es. Der Graubärte kommen. Oder anderthalb. Dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht. Ja, das passt schon. Und wenn ihr euch nur für eine halbe Stunde mal vertragt und nicht gegenseitig den Schädel einschlagt, das ist auch schon schön. So, dann können wir wieder raus. Ich mache dann an dieser Stelle Schluss. Wir werden morgen mal so ein bisschen bei Ulfric klingeln, ne, Türklinken putzen gehen. Mal schauen, vielleicht können wir ihm noch irgendeinen Vertrag, was weiß ich, eine Rentenversicherung oder irgendwie was anderes ab, so an ins Kreuz leiern, irgendwie so. Naja, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da noch so ein bisschen Profit draus aus dem Ganzen. Na, mal gucken, muss ja mal sehen, wo man selber bleibt, ne. In diesem Sinne, bis morgen, euer Mr. Zogger.